Moin, moin! Ich bin hier mit Andreas noch. Hallo. Na? Eigentlich sollte hier Marco sitzen, aber Marco ist irgendwo verloren gegangen. Und eigentlich wollten wir was kochen. Und wer hat die ganzen Sachen zum Kochen? Also ich habe tatsächlich ein Backblech mitgebracht von zu Hause, okay. Weil wir so coole... so Eiermuffins machen wollten. Also quasi Rührei, aber in Muffinform. Naja. Das ist aber noch nie passiert, oder? Also ich meine. Nein. Nein. Dass Marco mal zu spät kommt, wundert mich. Da muss ja irgendwas Schlimmes passiert sein. Weil er ist doch verantwortungsbewusst genug, um zu wissen, wann die Sendung anfängt und nicht last minute alles einkaufen. Nachher, wenn er das online stellt, guckt er sich das bestimmt durch. Jetzt kannst du schön gegen ihn bashen nochmal. Nein, da kann sie jetzt nicht verteidigen. Das mache ich, wenn er da ist. Das machst du, wenn du da, aber er hat doch gar kein Mikrofon. Ja. Genau deswegen. Ja, Andreas, willst du nicht mal kurz nach vorne kommen? Ach, ich komme nochmal schnell zu dir, Nasti. Ich wollte doch eh mal wieder Moin Moin mit dir machen. Ja, ey, es ist so mies warm. Ne? Ich habe auch das Gefühl, hier drin ist es nochmal 350 Grad mehr warm als... Warum schwitzt du nicht? Ich schwitze jeden Tag. Ich habe seit... Oh, du zerläufst aber echt auch, ne? Dann noch eine Mütze auf, da schwitzt du noch mehr. Oder ist der Bad Hair Day heute? Echt? Ja, Gestern hattest du Sexy Dress Day, ne? Ich hatte... Das ist bei euch Männern immer lustig, wenn man als Frau ein Kleid anzieht, dass alle dann gleich so... Oh! Und dann ist es eigentlich nur ein Stück Stoff, was man sich übergeworfen hat. Es ist nur ein Stück Stoff, als wenn ich eine Decke um mich werfen würde. Ja. Das ist ja genau die. Ich habe nur eine Decke an. Ich habe eine Decke. Man denkt sofort, wenn man gerade hier, weil jetzt so ein Kleidungsstil hier herrscht, wo sich alle irgendwie anziehen wie 15- oder 16-Jährige von den Männern, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das stimmt. Und die Frauen auch eher casual. Da ist dann ein Kleid auf einmal gleich, man hat das jahrelang nicht mehr gesehen. Ja, das und denkt, stimmt. Oh mein Gott. Was ist das? Ja. Was ist dieses Kleidungsstück? Ja, nee. Ich wollte heute besonders früh da sein, weil ich eigentlich noch Sachen machen wollte. Ja. Aber gut, dass du auch so schwitzt. Dun, dun, dun. Kann man ihn eigentlich sehen? Nee, kann man nicht. Komm mal her. Ich komme ja gleich. Alter. Frische Erdbeeren. Erdbeeren? Ja. Meine Güte. Hier, Marco ist gerade angekommen und hat ordentlich Ham. Du hast ein Blech mitgebracht. Ja, unter anderem. Okay, cool. Hätte ich manchmal gar nicht mitbringen. Aber dann haben wir zwei. Ja. Also es wird doch noch gekocht. Marco, ne? Ich mach ganz viel. Ja. Also es wird doch noch gekocht. Wir haben vor, Smoothies zu machen. Wir haben vor, ein bisschen was mit, ich vergesse mal, wie es auf die Rühreier zu machen. Ja, Rührei ist ja der nicht. Rühreck in German. Ja. Rührei. Ja. Es tut mir leid, so, Leute. Es ist... Ich bin heute viel zu früh aufgewacht. Jetzt auf die war. Ihr sagt mir Bescheid, wenn ich zerlaufe. Ne? Wenn mein graues T-Shirt irgendwann dunkel ist, dann wisst ihr Bescheid. Gleich sind wieder mehr Dank, Menschen. Vielen Dank, Marco, ne, dass du es geschafft hast. Hey, doch noch. Immer toll. Und dann viel Spaß. Ne? Zeig's ihnen. Snippy Snap. Oh, hier. Alter, es ist so warm. Ja. Hi. Oh Gott, ich hab echt... Hier Menge Zeug jetzt noch eingekauft und da war eine alte Oma und stand vor den Lauchzwiebeln. Was ist das irgendwas? Ich wollte sie verjagen, aber sie hat sich nicht verjagen lassen. Was hast du gemacht? Und dann in der Kasse stand eine andere alte Oma, die sich auch nicht verjagen lassen wollte. Egal. Hat sie Dinge gesagt wie, nehmen Sie sich selber das? Nein, sie stand nur so da. Hä? Und hat überlegt. Aber was an der Kasse? Da hat man doch schon gekauft. Nein, bei den Lauchzwiebeln, die hat überlegt. Ach so. An der Kasse, die hat einfach nur sehr... langsam ausgeräumt. Ja, es ist immer so, wenn man es eilig hat, tatsächlich. Ne? Guck mal, super Moderator geht und Marco kommt. Oh. Ja, du. Das muss man auch mal morgen Scheiße beginnen. Ansonsten habe ich Erdbeeren gekauft. Wir haben ja erst überlegt, irgendwie so ein Bananen-Mango-Smoothie. Smoothie. Aber den Smoothie, keine Ahnung. Ist das scheiße warm hier? Ja, ich weiß. Ah, ja, sieht man das? Ich glaube ja. Also, ich weiß nicht, ich habe eine Mütze auf. Ich bin froh, dass man es nicht sieht. Und ich kann hier immer so... Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es heute einen Erdbeer-Smoothie. Wir machen im Muffinblech Ei mit verschiedenen Gewürzen und lecker. Frühlingszwiebeln und Tomaten. Genau, und außerdem, bei mir gibt es da auf jeden Fall Bacon. Bacon. Und bei dir? Kein Bacon. Kein Bacon.
Ja, weil ich es nicht essen mag. Ja, so du magst das. Kein Bacon essen. Ja, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die ja kein Fleisch essen aus den Gründen, weil es einfach nicht schmeckt. Diese Stille. Ich weiß, es ist auch schwer für dich zu akzeptieren. Was hast du denn eigentlich? Damit habe ich mich zugefächert, aber das darfst du jetzt nicht mehr machen, weil du ein Mikrofon aufhast. Bell dreht dir gleich den Hals um. Nein. Bell kommt rein und tritt dir den Kopf weg. Das wäre eigentlich ganz lustig. Hier. Das wäre ein lustiges Moin Moin. Nee, gucken wir mal, was ich noch habe. Ja. Ich habe, wie gesagt, sicherheitshalber auch noch mal gekauft. Ich brauche eh noch eins. Okay. Ich weiß gar nicht, wie groß deine Firmchen sind und wie groß. Ich glaube, die kann man nicht rausnehmen. Meins ist nämlich auch so ulkig. Ach so, das ist ja voll dumm. Ich habe es auch extra in meiner Einhorntasche mitgebracht. Hast du echt eine Einhorntasche? Ich habe echt eine Einhorntasche. Guck mal, deins ist voll schmutzig. Ja, meins müsste man nochmal ausspielen. Meins wurde halt schon benutzt. Ja, ist ja wirklich. Außerdem haben wir natürlich jede Menge Eier. Eier. Ich gehe dann gleich nochmal mit Öl. Wie gesagt, habt ihr noch geschrieben, ob wir Öl haben? Sonst hätte ich es noch mitgebracht. Ja, ich glaube, ansonsten, guck mal, Miri ist so ein frei. Ist das Olivenöl? Oh, super. Sehr gut. Sehr gut, Öl ist auch da, dann haben wir alles. Siehst du. So, pass auf, Miri, ich habe einerseits, hier sind die Geht es dir eigentlich auch so, dass wenn du Frühlingszwiebel riechst, dass du dann gleich Hunger kriegst? Oder auch so, wenn du Zwiebeln anbrätst, dass du dann denkst, das ist gleich Essen Zwiebeln und dir anbraten, läuft, glaub, ganz, läuft ganz das Wasser im Mund zusammen? Ich weiß nicht warum, aber ich habe dir einfach deinen Spinat mitgebracht. Ja! Warum? Weil das dann mit reinkommt. Oh Gott. Dann habe ich deinen Sambalöleck. Danke sehr. So, dann habe ich hier Sahne für die. Das Puderzucker. Ja, du wirst dich wundern. Nee, ich weiß auch noch nicht für was, aber hier sind deine Tomaten. Danke sehr. Oh, ey. Na, riech doch mal, wie gut die riechen. Ich finde das riech mega mal, wie gut das riecht. Schwabbel. Käse. Käse. Und Sahne. Frisch gehobelt. Ja, frisch gehobelt. Na, Logo. Denkst du, ich hobel hier mir einen ab? Was? Okay. Okay. So, warte mal. Ich riech derweil weiter an. Dann habe ich mir gedacht, bevor wir irgendwie was machen, das geht auch eigentlich super, super schnell. Ja. Warum habt ihr den Chat eigentlich immer hier drin offen? Ne? Ihr könntet doch gib mal auf gaming.youtube.com. Ist doch viel angenehmer. Da ist wirklich der Chat schöner. Okay. Oh, guck mal, heute für mein Mittagessen. Was ist das? Nudeln. Oh, das sieht gut aus. Ja, das ist auch gut. Wie? Gaming. Du weißt es doch. .com. Ach so, ich dachte noch was. Nee. Na gut. Dann finden wir uns schon. Dann finden Sollten wir uns dann schon. Zumindest. Ja, und dann ist es da. Und dann ist hier rechts so der Chat, der sieht viel besser aus als. Das ist echt viel, viel schöner. Ich hatte heute Pizza zum Frühstück. Pizza? Ja, voll, ey. Kann man. Ich will mich aber nicht hier auch noch. Habe ich trotzdem was zum Hobeln mitgebracht? Du hast trotzdem noch was zum Hobeln mitgebracht. Ja, außerdem habe ich. Kann man den hier größer machen? Hier ist noch Schröcks Geschenk, was halt erst jetzt verspätet angekommen ist. Du warst doch aber auf dem Geburtstag. Ja, ich weiß, aber das war doch nicht da. Das lag auf der Post. Weil die Post so clever war. Post, was geht? Post, was geht? So, dann habe ich hier wirklich meinen Startmixer. Super. Habe ich einfach mal mitgebracht zum. Den darfst du kurz halten. Oh, danke. Ich liebe es, Startmixer zu halten. Dann habe ich leistungsstarker Motor. Ich habe hier Basilikum. Ich habe meine scharfe Soße. Was? Gerebelt? Ist gerebelt ein Wort? Also jetzt mal im Ernst, was ist das für ein Wort, gerebelt? Kenne ich das nicht? Was ist das für eins, moin moin? Gerebelt. Ich habe hier Kräutersalz. Ich komme nicht drüber hinweg, egal. Ah, hast du in deiner Küche diese Hängidingis? Ja, hier ist nochmal Oregano. Ah, warte, mein Finger hängt fest. Ja. Ich muss mal Kaffee trinken nebenbei. Mach weiter. Ja, Lost Wochos bei RBTV. So, ja, und das war's, glaube ich. Da haben wir alles. Ich habe mich selber mit meinem Kaffee angesplüscht. Du fragst, ob gerebelt ein Wort ist, aber splüschen ist eins. Na klar, splüschen ein Wort. Kann ich dir mal zeigen, wie Dinge splüschen können? Ja, zeig mal. So. Splüsch! So, und was wir machen, wollen wir deine Form erstmal nehmen? Deine sind nämlich größer. Meine sind größer. Ja, wir müssen dann nochmal mit Wasser durchspülen, weil ich das jetzt transportiert habe in eine Tasche. Da sind bestimmt Fussels drin. Kann man auch ausklopfen. Ich meine, wir sind ja nicht aus Zucker. Oh.
Oh, schön, siehst du? Zack, fertig, sauber. Yeah, sauber. Ist RBTV sauber. Das ist wirklich RBTV sauber. So, ich habe halt auch meinen Pinsel mitgebracht. Okay. Malen wir jetzt? Ja. Cool. So. Ja, ey, passt. So. Ich habe es tatsächlich auch zu Hause nochmal sauber gemacht, auch wenn es nicht so aussieht. Aber es ist wahr. Ich sage die Wahrheit. Wollen wir auch, hast du Twitter offen? Ja, da ist Twitter. Übrigens, Twitter auch gerne uns schreiben, eure Ideen für ein geiles Frühstück oder, oh mein Gott, was sind das für zwei Handeln oder eins Handeln? Guck, Sploosh ist allgemeiner Sprachgebrauch. Das ist doch nicht dein Ernst. Es ist so. Sploosh. Und ich, guck mal, sogar für das Richtige. Ach, ich wollte gerade sagen, was macht ihr mit der Hand? Ach so, genau das, was ich dachte. Ja, ja. Na gut, jetzt hast du übrigens was mit Belle losgetreten, dass sie mir den Kopf abtritt. Ja. Übrigens, Belle hat eh einen Grund. Ich habe noch ihr Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Oh, ich habe es halt ungefähr... Oh, danke, dass du mich dran erinnerst. Ja, ja, ich denke dran. Das ist ungefähr seit einem halben... Einem Jahr. Oder einem Jahr habe. Und ja, ich kam noch nicht ganz dazu, das zu lesen. Es kam immer irgendwas dazwischen. Hm. Wie... Ja. Ja, Dinge, die halt dazwischen kommen. So. Wir bräuchten mal hier irgendwie, ne? Für was willst du machen? Na, wir müssten das ja irgendwo hinlegen, damit das ja, gerade steht, ja, damit ich es nicht auf meinen Schoß halte. Wieso? So, Puderzucker, warte mal. Machen wir erstmal alles, was nach. Das ist immer wieder dasselbe mit dir. Weißt du, ich versuche hier seriösen Kochjournalismus zu betreiben. Oh, es tut mir leid. Niemals du. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das geht schon wieder los. Seriösen Kochjournalismus. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Kochshow. So. Oh Gott, ist das warm. Jo. Oh, ich freue mich schon, wenn der Ofen an ist, dann ist es endlich noch ein bisschen wärmer. Ich habe auch Angst, dass ich... Ja, ich fange schon an. Ich habe ein hellgraues T-Shirt an, das war die dümmste Idee der Welt. Ja, ich nicht. Ja, du hast ja noch schon mal erwischt. Ja, eben. Ich habe schon gesagt, ey, wenn das irgendwann dunkel wird. Ja. Wir machen mal einfach so, dass du die Maus gar nicht mehr bewegen kannst. Wenn hier. So. Irgendwann ist nur noch Archer in Rot zu sehen. Wir wollten das ja so machen. Ich habe jetzt übrigens. Wie viele Eier habe ich denn? Ich weiß nicht, ob nicht zwei. Mir ist es genau aufgefallen, dass ich den Satz beendet habe. Mindestens hoffentlich zwei. Mindestens hoffentlich? Ja, wir haben, glaube ich, ja, 10 Eier sind das immer. 10 Eier? Ja, es sind immer 10. Also bleibt. Ich dachte, wir machen das Krumbelbumbel. Wie ist Krumbelbumbel? Na, wollen wir nicht die, das, wo hast du denn den Messbecher? Achso, der ist für Smoothie. Ja, was willst du denn mit Messbechern? Na, ich dachte, wir packen das da rein, die Eier. Dann rühren wir die und dann packen wir die Zutaten rein und dann gießen wir das so rein. Nein. Okay. Hä? Was hast du denn für ein Rezept angeguckt? Das ist gar Rezept. Keins. Ja, ich schon. Es war, weißt du, ich habe mein Gehirn gerade benutzt und dachte, wäre doch ganz schön, vor allen Dingen habe ich in meinem Kopf gedacht. Mein Hirn. Es wäre doch ganz nett, wenn man das so macht, weil dann ist es auch nicht so ungerecht. Ich habe gerade, glaube ich, eine Wimper von mir da rausgezogen. Naja, nee, ich dachte, wir machen das so. Ja. Entschuldigung, ich bin schon so lange wach heute. Wie, 9? Nein. Nein? Nein, ich bin schon seit 7 wach. Warum? Weiß ich nicht. Oh Gott, da habe ich noch tief und fest geschlafen. Nee, ich dachte, wir machen das so. Reinklopfen. Fertig. Lass uns Dinge tun. Okay, dass man das so einfach reinklopft. Und dann kann man es ja immer noch, wenn du willst, kannst du es ja immer noch in der Gabel dann da drin. Okay, aber dann ist das ja nur ein Ei. Ja, das soll ja auch nur ein Ei rein. Okay. Da soll ja pro Ding nur ein Ei rein. Ich wusste nicht, dass wir hier super genau sind. Für was ist eigentlich jetzt dein Spinat? Na, der kommt dann mit rein. In diese Form? Ja. Sieht man die Kamera da? Mit dem Ei zusammen. Dann ist die Kamera. Dann ist es, weil wenn du nämlich in deinem Essen ganz viele bunte Farben hast, dann macht es mehr Spaß zu essen. Dann hast du ein bisschen grün, dann hast du ein bisschen rot, dann hast du ein bisschen gelb und ein bisschen weiß. Na gut. So, wollen wir irgendwo mit anfangen? Warte mal, ich stelle mal alles. Ja, irgendwo mit anfangen wäre gut, glaube ich. Okay. Kommen Sie herum. Ach, Mann. Ja, doch, jetzt musst du halt aufstehen. Das ich? Ist, ja, du. Warum? Ja, du machst Sachen. Aber ich muss doch mich um Chat kümmern. Nein, das mache ich jetzt. Chat. Du. Hallo, Chat. Guck mal, Chat mag das. So, Chat darf sich jetzt aussuchen, was ich mache. Buh. Nein, darf er nicht. Blablabla. Chat darf gar nichts mehr. Chat darf alles fast. Chat darf alles fast. Fast.
Nicht alles, aber fast. So. Guck mal, ich habe ihn auch freigestaubt. Oh, cool. Jetzt kann man ihn viel besser sehen. Und ich fasse ihn damit an. Kennst du das, wenn dein Alter, Chat, du bist ganz schön dreckig. Guck dich mal an. Aber Alter, kennst du das, wenn dein Auto so schmutzig ist und du einmal so genau nur mit deiner Fahrerseite so ein bisschen sauber machst, dass du halt durchgucken kannst, oder im Winter halt eher, dass du genau dort nur so ein Kupplung machst. Ach so, eisfrei schippeln. Genau so ist es jetzt gerade. Jetzt guck mal, Chat schnurrt. Chat schnurrt? Ja, weil du ihn gestreichelt hast. Chat hat gerade Fantasien. Ja. Next. Ich wollte erst mit dir Fanfictions lesen und das wolltest du ja nicht. Nein. Ihr könnt jetzt Fanfictions schreiben. Weil man schreibt Fanfictions, die wir zum Ende vorlesen. Oh Gott. Do it. Aber nicht mit Marco. Und nein, mir. Nein, nicht mit mir. Oh Gott, bitte nicht, sonst kriege ich Durchfall. Instant. Boah. Ja, so kriegt man Durchfall heutzutage. Nein, ich habe unten und oben gemacht. Ach so, das ist aber auch ein cooler Durchfall. So. Gott. Gut, wollen wir? Wollen wir es überlassen? Doch, ja. Okay. Ich weine und mir ist so warm, mein Gehirn. Mir ist auch so warm, mein Gehirn okay. ist auch matsch. Let's do things. So, let's do stuff. Also wir machen es so. Wir kippen hier ein bisschen Öl. Wo rennst du denn hin? Weiß ich nicht. Wieso rennst du da hinten hin? Ich hab keine. Da hinten ist doch nichts. Das ist ein Kino Plus. So, ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen Öl rauf, um dann mit unserem Pinsel alles einzupinseln. Ich habe gerade hier Chat sauber gemacht, ich würde mir ganz gerne vorher noch mal die Hand waschen, weil das so staubig war. Warum machst du auch Chat sauber? Weil Chat dreckig ist und ich wollte ihn anfassen. Chat ist immer dreckig. Das stimmt. Ich bin froh, dass ich mir diesen Pinsel gekauft habe. Ich auch, Marco. Ich bin auch sehr froh, dass du dir diesen Pinsel gekauft hast. Weißt du, was darf ich Ihnen nicht sagen? Der Pinsel ist super. Weißt du noch, wie das letzte Mal Ralf Gunisch mich verurteilt hatte, weil ich so viel Öl benutzt habe? Ja, das bin ich sehr sparsam. Das letzte Mal waren das was? Diese Frittatas, ne? Das waren die Banana Fritters. Die sind auch sehr lecker. Lass die Form in den Ofen. Ja? Fragen natürlich, Andreas. Das haben wir schon längst ausprobiert. Check it out. Ich brauche es nicht auschecken. Nein, meinst du nicht? Er hat schon recht. Ja? Nun. Wollen wir es einfach nur lustiger halber einfach nochmal ausprobieren? Kann man es hier nicht rausdrücken, die Dinger? Nee, kann man leider nicht, ne? Nee, deine kann man nicht rausmachen. Kann man deine rausmachen? Also es würde so gehen. Dann machen wir halt nur halb. Na gut, dann machen wir heute nur halb. Kann man die rausmachen? Ich dachte auch, dass man die rausdrücken kann. Nun, wir probieren es. Okay, der Rest des Moin Moins wird damit gefüllt, indem wir probieren, diese Dinger hier rauszukriegen. Nee, ich glaube, das wird nichts. Unterhalte den Chat. Ich glaube tatsächlich, Marco, das. Unterhalte den Chat. Das wird nichts. Guck mal, das ist einfach nur. Das ist Lass nur so, weil es schön aussieht. Oh man. Vielleicht machen wir. Ach, naja. Wieso werden wir auch überwacht? Das wäre jetzt so schön einfach vorwärts gegangen. Bis es dann nicht mehr weitergegangen wäre. Bis es dann zu diesem kritischen Punkt gekommen wäre, an dem wir gescheitert wären. Aber, wir haben auch keinen größeren Ofen, ne? Nee. Ich überlege auch gerade, ansonsten müssten wir halt einfach dann halt Rührei machen. Wäre am Ofen übrigens Strom gewesen? Ja, das haben wir gecheckt. Ja, habt ihr noch? Okay. Ja. Glaube ich. Keine Ahnung. Fanfictions, schreibt jetzt eure Fanfictions. Das ist jetzt die Notidee. Nee, aber ansonsten, guck mal hier. Wir brauchen Fett. Ach ja. Ach komm, das ist doch jetzt aber blöd. Vor allem, die sind ja auch. Ja, ich habe darüber halt auch nicht nachgedacht. Ich habe halt gedacht, ich bringe meine Form mit, die ist halt für einen Ofen. Und ich habe halt nicht eingekauft. Ich habe über den kleinen Fuzzi-Fuß. Nächstes Mal machen wir das einfach bei mir zu Hause. Moin, moin. Ja, nö. Entschuldigung. Hast du denn überhaupt eine schöne Küche? Ja, ich habe eine schöne Küche. Ja, ich sogar aufgeräumt. Wow. Ist sie winzig? Nein, die ist wirklich gut. Ich habe halt. Weißt du, wir müssen uns jetzt erstmal auch ein Thema überlegen, über was wir jetzt noch die restlichen ungefähr 54 Stunden reden. Ja, das ist ja kein Problem. Also wir sollten vielleicht. Ja, wir können halt auch keine rohen Eier essen. Wir könnten den Smoothie machen. Wir können den Smoothie machen. Wir machen zum den Beispiel. Smoothie. So. Wir machen den Smoothie. Machen Immerhin wir das. Was. Ach Mensch, ich habe extra Bacon, Leute. Ja, dann machen wir das halt später. Wie, was? Weiß ich doch nicht. Wie, was?
Was denn? Tassen? Kann man Tassen? Nee. Könnte man Tassen in den Ofen stecken? Wir haben halt nur diese großen, glaube ich. Aber ansonsten müsste es natürlich, ist ja auch, wenn es normal Keramiktassen sind, Logo. Da hat, Chat ist nicht schlecht. Chat, ich bin jedes Mal begeistert. Ich frage mich echt, ob das jemand, einer ist, der halt eine geniale Idee hat und der ganze Chat wiederholt und will dann auch klug sein. Oder ist der Chat simultan klug? Dass sie schon so eine Masse sind. Aber auch nicht alle, weil es ja einige sind, die ja trotzdem noch das dann wiederholen. Ja. Also es gibt einen Fehlerquotienten da. Aber das würde mich interessieren. Aber Tassen? Soll ich mal gucken in unseren Schrank, ob wir Tassen haben? Ja. Oder, guck du. Du wolltest eh Hände waschen. Nee, jetzt. Ach ja, jetzt aber einmal nicht mehr. Vorhin wolltest du noch die ganze Zeit Hände waschen. Jetzt nicht. Du machst ja alles. Was? Wie? Ich mach alles? Ich mach schon wieder alles? Das ist doch echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das ist echt witzlos, mit dir zu kochen immer. Aber ist doch gar nicht wahr. Hier ein bisschen Sambal Oleg rein. Ja, nein, das machen wir nicht. Nein, Smoothie. Oh, ich hab extra was so schön. Ich mach die Deko runter, damit wir was sehen können. Ja, ich koch nicht da, ich koch hier dann gleich. Machen wir es so. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen eingefettet, ey. Ich habe auch genau deins eingefettet und meins reingestellt. Aber sehr ist nichts passiert. Ich bin sehr, sehr stolz. Ja, ich auch. Sag mal, hattest du schon mal eine Weisheitszahn-OP? Nein, hatte ich noch nicht. Wieso? Okay, weil mir nämlich eine bevorsteht und ich habe mega Angst. Also ich habe Angst nur vor der Spritze, weil ich so eine mega Spritzenphobie habe. Ach, die Spritze? Ich hatte schon mal... Mir wurde mal hier mein Zahnfleisch nach unten gehämmert. Oder beziehungsweise ein Knochen. Was zur Hölle? Also ich weiß nicht genau, was sie da gehämmert haben, aber auf jeden Fall haben die gehämmert. Also genau hier unten und dann musste das halt runtergehämmert werden. Da habe ich 3 Spritzen reingejagt bekommen. Ich dachte, ich hatte so einen Kinn. Aber das ist vorübergehend. Das ist echt lustig, weil du fasst hier vorne an, aber du spürst nichts. Das ist ja lustig. Weil dein Kinn gar nicht da ist. Oh Gott, nee. Nee, ich hab echt, weil ich doch jetzt vor ein paar Wochen doch erst hier mit dem Hundebiss und so, ne? Mhm. Und da musste ich ja, weil ich halt so eine Spritzenphobie habe, ich jetzt schon seit ein paar Jahren halt keine Impfung mehr. Ich kenne auch Leute, die Spritzenphobien haben. Das ist aber echt nicht lustig, weil ich mich halt jedes Mal selber nicht wiedererkenne. Und ich musste dann ja eine Tetanusspritze kriegen und ich habe die ganze Praxis lahmgelegt, ne? Also, und ich habe jetzt so eine dolle Angst vor dieser Scheiß. Ich hatte auch noch nie was am Zahn oder so. Mir musste noch nie was gebohrt werden oder sonst irgendwie was. Ich würde dir einfach irgendwas in dein Thema machen und dann bist du weg erstmal und dann würde ich dir eine Spritze geben. Also, wenn ich der Arzt wäre, nur zur Beruhigung. Ja. Nicht in einem Club. Nicht in einem Club. Gut, danke. Gut zu wissen. Das ist auch, ja. Oh, ey, ja. Eieieiei. Nee, aber hattest du sonst noch irgendwas an den Zähnen machen lassen müssen? Außer Bohren? Muss man beim Bohren auch schon spritzen? Nein, wenn du willst. Aber ich hatte einmal, das war aber wirklich so richtig tief. Das war so wurzelmäßig schon. Und da brauchte ich eine. Naja. Ach, nun komm, ey. Weißt du, es gibt viel Schlimmeres als so ein kleines Pimmelpalle. Es geht mir auch gar nicht. So eine Nadel. Ja, rein. Es geht mir auch gar nicht um die Spritze oder diesen Schmerz an sich. Es ist ganz schwer zu beschreiben, wovor die eigentliche Angst ist, weil dieses. Ach Mann, es ist schwer, wenn man nicht die Phobie hat. Das ist Kacke. Ich hasse Schlangen. Ja, verstehen auch nicht viele. Aber es gibt Menschen, die Katzen hassen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Katzen, so eine Katzenphobie. Also klar, man kann vor allem eine Phobie haben, aber das ist so. Ja, aber ist nicht auch so eine Fellsache oder irgendwas dann? Fell. Da muss man ja vor allen Sachen Angst haben, die Fell haben. Ey, es gibt auch eine Textilienphobie. Also wenn dann irgendjemand sich die Nase schnaubt oder so, dann kringeln sich die Zehennägel hoch bei denen. Wie, wenn sich meine Textilien? Ja, also Textilphobie halt. Gibt's also sie rennen nur nackt rum. Ich mag unsere Gespräche. Ich auch. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt einfach manche Pampe. Ich habe hier wunderbare Erdbeeren. Und Erdbeeren gibt es ja auch nicht mehr immer. Ne? Oh Mann, manche im Chat sind auch nicht so katzenbegeistert. Katzen sind was? Und Hunde was? Auch nicht. Katzen sind super, jetzt okay. Phobie gleich Hass? Nein. Phobie gleich Hass? Nein, dumm. Das ist keine Phobie. Dumm. Ich habe eine Spinnenphobie. Ja, Spinnenphobie ist ja, glaube ich, das... Ich hatte als Kind echt Angst vor unserer Katze, die kratzte. Ja, Katzen. Ja, na los, wir machen jetzt noch einen Smoothie-Pusi. Ja, komm. Smoothie-Pusi. Da ist sogar das Ding. Ich glaube, ich weiß, warum Bell gefragt hat, weil Bell gesehen hat, dass der Stecker da hinten runterhängt. Hier schreibt übrigens jemand bei Twitter,
Säg das Blech. Säg das Blech. Was? Säg das Blech. Ey. Auch? Also ich habe keinen. Ich habe gerade Angst, dass da eine Mücke irgendwo im Hintergrund ist. Ich habe kein Problem mit meinem Blech. Das kann ruhig. Ich meine, ich back sowieso eigentlich gar nicht. So. Wollen wir einfach alles zusammen manchen? Guck mal, hier schreibt jemand, man kann die eigene Fanfiction hier machen. Fanfiction Maker. I understand. I understand. Hero's Name. Gunnar? Was? Gunnar? Gunnar. Den habe ich auch schon bei Geek Dating angemeldet. Geek Dating? Ja, ja. Ist er aber trotzdem weiblich? Oh, du spuckst erst noch zu sauber, dann spuckst du schon voll. Entschuldige, Chat. Er ist trotzdem männlich. Er, oh, schade. Trotzdem männlich. Komm. Okay. Also Fanfic Maker finde ich ja großartig. Was ist denn seine Superpower? Er kann besonders viel schwitzen. Nein, was kann denn Gunnar gut? Gunnar kann gut schummeln. Guck mal. Schummeln kann gut Gunnar, stimmt. Schummeln. Und sein Hobby ist. Können die einen Backofen? Ist das vielleicht auch Schummeln? Wollen wir mal hier den kleinen. Was sagt ein Chat so? Ja, wenn es Keramik ist, ja. Ich will's nicht. Mit Glas weiß ich nicht. Okay, Chat ist noch nicht so weit. Okay. Chat, was soll denn sein Hobby sein? Oh Gott, ich schwitze wie ein Wildes. Gunnar, was ist dein Hobby? Er macht doch hier Squash. Gib mir einfach Squash. Squash. Squash macht er doch immer ganz oft. Oh Mann, ey, ich kann hier voll. Ja, dann gib mir doch deine olle Zeug hier. Schreib mal Squash so, sieht mega hässlich aus. Squash. So. Squash. Wie hast du Squash geschrieben? Schreib mir denn Squash. Ohne C. Ohne C? Ohne C. Bist du, ich schreib's mit C, weil Gunnars Squash, Gunnar das ist sein Squash. Home. Ja. So, Gunnars Hometown ist Bremen einfach, komm. Gunnars Homeworld. Ist immer noch Erde, finde ich. Female Sidekick. Möchte ich. Wen haben wir denn da? Wen geben wir denn da? Female Sidekick. Komm, wir machen einfach alle. Wir nehmen das hier Bell, wir nehmen das ist ja dann Marco, wir nehmen. Miri versucht gerade alles, dass wir noch das Ei machen. Guck mal, ihre neueste Idee. Ist halt eigentlich nicht schlecht. Eigentlich kann man damit bestimmt was machen. Aber da kann man bestimmt echt. Vielleicht sollten wir mal Moin Moin einen Kuchen machen. Female Sidekick Bell, Gino, Miri, Lars und Villain Marco? Das ist meine Fanfiction gerade. Ja, okay. Zur Hälfte vielleicht. So, und was ist denn? Das ist Violence Rating. Ego-Rating? Oh, hey, komm, Evil-Rating muss auf jeden Fall ein bisschen höher bei Gunnar. Ach, Ego. Ich dachte Evil. Nein. Ja, Ego auch höher. Klischee. Ja, was haben wir Relationship. Da unten? Relationship. Ach so. Du kannst sogar einen Autoren bestimmen. MacGuffin is something everyone in the story wants. Ach so, okay. Was wollen denn alle? Was wollen alle? Chat, wir fragen Chat. Chat. Komm, wir fragen Chat. Chat, was wollen alle? Was wollen? Was will Senderon haben? Richtiger Studentenkochkurs. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt eine Kuchenform haben. Was wollen alle haben? Guck mal. Vielleicht machen wir es einfach ganz Klischee und sagen hier RBTV. Ist doch Wurst, oder? Wie? Der Hübsche heißt Marco. Wer ist dieser? Geld. Geld, Paul. Hebel. Hebel. Hebel, Chat. Chat. Chat ist nicht schlecht. Ja, wir nehmen Chat. Wir nehmen Chat. Chat ist gut. Chat ist gut. Also, das ist Glass Cut geschrieben. Oh, ich habe das Haar vergessen, es tut mir leid. Mann, mach mich nicht an. Was denn? Relationship? Any. Hero. Sag Hero. Okay, ja. Any Hero. Ja, das ist ja nur der Autor. Egal. Oh, du willst eigentlich nicht einen Autorennamen eingeben. Auch heute sind wir aber besonders kreativ. Ne? Frau Strobel. Ey, echt, ey. Ich bin zum Return of Marco. Bei Poopy Mac Poopy Pants. Es ist jetzt schon gut. Okay. Oh Gott. Mm. Können wir das. Alter, das, willst du das alles vorlesen? Nein. The time with the chat, yes. Du kannst mal hier kurz und ich suche die besten Sachen. Oh Mann, jetzt muss ich wieder kurz Sachen machen. Miri enters the scene. But what is this? Gunnar is there too. Oh nein. Miri enters
Mankonett. Ah, schön. Reicht überhaupt mein Ding? Ich habe keine Ahnung, ob dein Ding reicht. Aber ich werde in manche erstmal ein bisschen mit dem hier. Ich kann nicht mehr. Ich weine. Lies weiter. Ja, ich muss weinen erst. Warte. Meanwhile, back in the future, Miri and Gunnar were enjoying. Ja, weiter. As the narrator, I will respect their privacy and not specify how. It's certainly clear they were close. Not just, oh Gott, okay. Es tut mir leid, Miri, falls du es gerade siehst. Es tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass das passiert. Was hast du erwartet, was passiert? Ich habe keine Ahnung. Kennst du die aus Almost Daily 100, wo Ede die vorliest mit Simon und Budi? Aus Game One Zeit? War das Game One noch Almost Daily 100? Achso, nee, ich meine die Fanfiction aus. Das kann so gut möglich sein. Es gibt ja, glaube ich, eine Seite, wo noch ganz viele Game One Fanfictions da sind. Ja, aber einen kenne ich nämlich und ich möchte sie nicht mehr sehen. Ich habe ja gestern nochmal nachgeguckt, einer heißt einfach nur Joystick. Und der Rest ist, die wurde auch schon censored. Oh, schön. Das ist so gut. Oh, so they went and picked up the flying unicorn. Oh, das jetzt gefällt mir die Geschichte. Okay, ich kann es leider nicht mehr kopieren. Mein Computer ist... Dein Computer. So, hier. Ach, jetzt ist es dein Computer. Jetzt ist es mein Computer. Was hast du denn schon wieder kaputt gemacht? Ich kann nicht mehr, ich weiß auch nicht. Jetzt ist es kaputt. Die And Seite she ist had teamed up with Marco. Miri vor allem. Ja. Leider ist die Fanfiction-Seite abgeschmatzt. Alles oder nur die Fanfiction-Seite? Nur die Fanfiction-Seite. Okay, was schreibt Nee, Twitter? Oder vielleicht auch alles. Ach, du hast es da. Ja, dann mach doch mal alles aus alles. Und dir an. Oh, no. 3-Sekunden-Regel, Marco. Okay, es hat doch jemand gesehen. Was ist passiert? Du hast Dinge runter... Oh, es ist hier nicht mit dem... Oh, was ist denn? Ja, das ist hier nicht die letzten... Seiten wieder öffnen. Ja, was? Guck doch, da unten hast du doch alles. Guck doch da unten. Guck du doch da unten. Ich hab da unten geguckt und die 3-Sekunden-Regel befolgt. So. Oh, doch, ist noch da. Sehr gut. Wer liebt hier Miri? Ich möchte wissen. Oh, Gunnar und Miri. Oh, I love you, Miri. Oh Gott. I love you too, Gunnar. My better half. Oh nein, ist Bell gestorben hier unterwegs was? In der Geschichte? Bell was missing when they returned. Bell, however, was dismembered. They called. Oh nein! Lies es vor! Oh der nein! Der Chat soll es auch erfahren. Oh, ja. Oh nein, sie ist gestorben. Was? Bell ist gestorben? Ja! The corpse was found a few weeks later. Gonna return a changed man. He has been triumphant. Aber wer hat Bell jetzt getötet? Ich habe keine Ahnung. Du wahrscheinlich, du bist der Böse. Ja, wo? Aber ich habe jetzt hier nur... Also ich glaube... Ich habe jetzt hier nur was von Liebe gehört und nicht einmal... We don't know that Marco was either killed or fled. We may never know the events that happened that day. But one thing for sure. This is not the end. The end. Aber man weiß nicht, ob ich getötet wurde oder einfach geflohen bin. Dun, dun, dun. Oh Mann, ey. Wie gut. Ich möchte noch eine machen. Ja, bitte. Das ist ja großartig. Oder hat Wer hier war denn dieser tolle Mensch, der uns das vorgeschlagen hat? Gib mir kurz einen Moment. Gib ihm einen Namen. Ich gebe ihm gleich... Das war doch viel weiter oben. Das war überhaupt nicht. Das war sehr viel weiter stimmt. oben. Du bist doch schon längst beim Brutzeln. ich finde es Was ist das? Da hat jemand was Tolles noch gepostet. Warte doch mal. Hier ist es weg. Wieso machst du es weg? Wo? Wieso machst du es weg? Wen weg? Ja, du hast es weggemacht. Nein, es ist nicht... Ich weiß nicht, wo er das... Vielleicht hat er es gelöscht, weil es ihm so unangenehm war, dass jetzt, er das gepostet hat. Jetzt scroll hoch. Hat. Wir haben Nasti. Nasti rüpft lauter als Marco. Ich rüpse ja auch einfach nicht. Das stimmt. Obwohl, ich rüpse schon, aber nicht jetzt. Können ganz andere Sachen. Nasti nicht kann. So, egal. Oh, es tut mir leid. Ja, okay, dann lassen wir den halt. No, ich werde ihn finden. Das ist meine Aufgabe. Aber vielleicht hat er... Sehen wir die Fanfiction in Realverfilmung bei Bonjour. Ich hoffe.
Nils. Lars. Ach, Lars macht er ja gerade gar nicht. Der ist, ja, der ist ja irgendwo lästig. Aber Gunnar macht ja gerade. Aber Gunnar macht es gerade. Gunnar. Gunnar. Entschuldigung, Gunnar. Glaub, RBTV ab 18 Fanfiction. Was? Enden doch alle gleich. Sie enden mit Schröck. Also für das war der... Was? Für das, was der Sex sein will. Punkt. Ich glaube, die meisten wollen einfach nur Sex mit Schröcks Haaren. Mit Schröcks Haaren? Ja, die meisten, was ich immer so höre, ist halt, dass Schröcks Haare perfekt sind. Ja. Okay. Und da denkt man sich so, okay, ist es dann wirklich Schröck? Ja. Was? Ah, Juul. Juul me. Juul mit H. Sie hat das hier schön. Danke, danke, so. Danke. Glaubst du, ich sollte es mal versuchen zu... Ja, bewürfel das mal. Aber bewürfel das mal gut. Ja, was sagt denn hier sonst noch? Warte mal. Aber es gibt sonst... Ich muss mal ganz nach oben scrollen. Ich mache währenddessen mal eine neue Fanfiction. Okay, mehr Erdbeeren. Ach, guck mal, hier kannst du auch noch... Ja. Ah. Was denn? Was hast du denn jetzt noch gefunden? Hier so, was in welche Art und Weise? Welche? So ein Preset-Ding, also so von wegen entweder How I Met Your Mother, Harry Potter, was? Buffy und so, weißt du? Buffy? Ja, wie gut. Warte mal, was nehmen wir denn? Wir... Ist die noch gut? Was? Was sagt Chat? Ist die noch gut? Nehmen wir die. Pokémon. Nee, mach die weg. Pokémon, okay, warte mal, wo wie ist Pokémon? Pokémon gibt es auch? Warte, ich guck. Bill hat geflüstert, Pokémon. Aber ich suche Pokémon. Hier gibt's, glaube ich, keins. Oder siehst du das? Ich sehe es. Da unten. Ah, hier. Da. Okay. So, nehmen wir auch Bell. Was? Was? Superhero Power. Ey, echt. Was will da, soll deine Superpower sein, Bell? Der Zeitreisen. Oh, Zeitreisen ist gut. Oh, mein oh Gott, ey, ich vergesse auch immer Buchstaben. Oh Mann, mein Gehirn. Ich vergesse immer diese Buchstaben. Dein Hobby? Passt schon. Also Hobby das, passt schon. Das hier passt. Hobby passt schon. Pommes. Mach Pommes. Pommes ist auch ein gutes Hobby. So. Machen wir hier, machen wir einfach Hamburg draus, damit wir vielleicht eine bekannte Stadt haben. Und machen wir hier trotzdem die Welt. Und was soll dein Sidekick sein? Keine Ahnung. Dann nehmen wir... Nehmen wir mal die Bohne. Was? Welche Bohne? Was? Ach so, das ist ja ein Female. Ich dachte gerade. Warte, hier machen wir erstmal hier die Bohne. Was ist denn los mit dir? Ich weiß es auch nicht. Ist es die Wärme? Ist es wirklich nur die Wärme? Und dann machen wir hier nochmal Chat. Dann machen wir... So. Machen wir hier. Mein Hirn. Achso, jetzt habe ich ja hier. Ist gleich Werbung übrigens, Marco. Was ist? Es ist übrigens gleich Werbung. So, ich denke, nach der Werbung können wir das sie vielleicht trinken. Okay, es macht Blasen. Die Geschichte fängt perfekt an. A little later, Marco was taking a shit. Was? Marco was taking a shit. Werbung. Werbung.
an. Da musst du Main an. Wir sind übrigens gerade dran. Du moderierst an. Ich moderiere an. Hallo, willkommen zurück aus der Werbung. War's schön, was ist passiert? Erzähl mir mehr. Ihr habt verpasst, oder ihr habt eigentlich gar nichts verpasst, aber ich habe schon ein Stückchen weitergelesen bei dieser Fanfiction und das ist groß, was Marco da macht. Warum ist eigentlich immer irgendwie, macht Marco irgendeinen Scheiß? Ich habe keine Ahnung, das ist apropos, ja vollkommen randomized. Tinkt ein Smoothie. Da ist jetzt, sind jetzt Erdbeeren drin, etwas und Sahne noch? Und Joghurt. Sahne ja. Und Joghurt. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ja, joghurtig. Erdbeerig. Tatsächlich. Nein, es ist keine Zitrone drin, deswegen müssen wir das Ding jetzt austrinken. So. Oh Mann. A little later, Marco was taking a shit. She was having trouble though. Du bist ja, die. She was having trouble though. It felt like days passed and still no sign of release. Ach Marco, das tut mir leid. Also, when is this epic poo gonna pass? Was? Marco exclaimed. Her face was wincing with effort. In her little girl body. Ich kann einfach nicht. Das ist wunderschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The expel, this demon thing from her curvy backside. Just as Marco was going in for another push. Without warning, the bathroom door suddenly burst open unexpectedly. Well, hello, Marco. A seductive nose whispered from the doorway. Wer ist es? Ich will so his deep, sensual voice. Wer ist das? Ich will so das Schlabberlatz. Was ist Schlabberlatz? Oh, ich habe einfach den, ich dachte, ich nenne den Dings Willen so. Naja, gut, schade. Ich dachte, jetzt kommt was Cooles. Ich toll, auch, toll. Das ist Fanfic, die schöne Geschichte, die so toll begonnen hat. Das tut mir leid. Aber die Seite ist ziemlich lustig. You are more impressive than I thought. Ooh, my Marco. Schlabberlatz. Haben Schlabberlatz und ich was in dieser Story? Sieht so aus. Es sieht ganz das, danach aus. Das ist so fucking jedes Mal. Jedes Mal ist das irgendwie Fanfiction. Ich denke mir so, okay, Fanfiction muss ja nicht immer aus Fanfiction ausgehen. Ja, aber vor allen Dingen. Oder? Geht's ja hier eigentlich, der Main Character war Belle. Und um Belle geht's eher, um Belle geht's überhaupt rein gar nicht. Wo ist Belle? Ich hab Marco! Let's get married! Marco to Belle! Belle! Oh, hey! Oh nein. Nein. Chat! Belle Marco, said, Marco, Marco! Belle said chat, chat, chat! Was zur Hölle? Einfach super. Was, was? Die beste Fanfiction. Das sieht aus wie irgendwas, was einfach gerade jemand mal in einer Minute geschrieben hat. Gunnar, Gunnar, Marco, 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 Gunnar, Gunnar, Miri, Miri, Miri. I think I love you too. Ende. Wow. Die beste Geschichte aller Zeiten. Das ist so eine schöne gute Nachtgeschichte auch. Für die Kinder. I think I love you, Gunnar. Gunnar, 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 Gunnar. Weil es Pokémon-Dings ist. Weißt du? Oh. Ist der Groschen jetzt gefallen? Jetzt ist der Groschen gefallen. Okay. Der Drops ist gelutscht. Ich trinke mehr davon. Ich finde das lecker. Bei mir hat es auch eine Weile gebraucht. Du kriegst auch noch mehr. Ah, voll auf den Arm. Ja. Oh, und auf den Tisch. Egal. Ich habe mich voll erschrocken, weil es kalt war. Oh. Ja, aber das mit dem Eigedöns hätte ich trotzdem sehr gerne ich ausprobiert. Ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Aber das Ding ist halt, ja, es ist nicht schwer. Also erstmal kurz Smoothie einfach. Wie viele Erdbeeren hatte ich jetzt? Es waren, glaube ich, 150 Gramm da drin mit ein bisschen Sahne. Also waren wir ein bisschen Sahne, also glaube ich, sagen wir 50 Gramm. Und 150 Milliliter Joghurt ist da drin. Und dann ja zusammengepumpt und fertig. Du kannst noch einen Spritzer Zitrone reinmachen, dann hält es sich länger. So, und dabei, FIFA-Demo ist immer noch nicht online. Ja, habe ich auch heute Morgen geguckt. Die FIFA 17-Demo ist immer noch nicht online. Und genau, und bei den anderen Dingern nimmst du dir halt einfach ein Muffinblech. Schön mit Öl vorher ein bisschen einstreichen, dass die Dinger nachher auch gut rausgehen. Meine wären gewesen mit Baconstreifen, also 1, 2, 3 Baconstreifen übereinander gekreuzt. Oh, ich sag's mal einfach hier oh, rein. Oh, guck mal, da ist schon der Dingsplan, ne? Gleich, oh. Was gleich kommt und so. Oh, was kommt denn gleich? Almost Daily 290, Cards Against... Ah, das ist ein Playly. Almost Playly 209, Cards Against Humanity. Danach Game Plus Daily von gestern mit Square Enix. Da war der Thorsten Küchler zu Gast. Und Colin, und moderiert wurde das Ganze von Colin. Colin und Gregor war zu Gast. Ja.
Und ich glaube, gar nicht, Nils hat moderiert. Nils hat moderiert, siehst du, ich wusste es doch. Ja, komm. So, danach kommt die Grillshow Classics. Wer weiß, was er da wieder rausholt. Nochmal eine Grillshow, dann Classics, Terranigma mit Gregor. Das finde ich super geil. Ich weiß jetzt nicht, ob er seinen alten Spielstand weiterspielt oder ob er neu anfängt. Mal schauen. Dann sehe ich nicht, was kommt. Dann kommt, oh Gott, ich habe irgendwas und umgeworfen. Und du fällst. Ich habe nur das Öl umgeworfen. Dann. Almost Daily 254. Wer hat den größten? Das ist das von Don Sonntag. Dann kommt noch ein Almost Game Plus Daily kommt dann mit Joe Toon, mit Simon Dennis und jetzt ist er auch schon weg. Aber danach die RB News. Kino to go mit Steven Gätchen. Ich habe gerade ins Öl gefasst. Chat-Duell gegen die Tube Hats. Danach die Grillshow. Dann Let's Play Metroid mit Ede. Und dann zum Abschluss kommt noch mal Edes Stand-Up. Oh, sehr gut. Das klingt doch gut. Das ist saugeil. Ja. Ich habe wirklich ins Öl gefasst. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Und macht euch auch eine Fanfiction oder schreibt uns eure schönsten Fanfictions. Schickt uns was rum. Es wäre wunderbar. Es würde mir den Tag erheitern, tatsächlich. Mhm. Vielleicht mache ich es auch einfach selber. Und du wolltest gestern keine Fanfictions vorlesen. Jetzt ja, aber das ist ja lustig, weißt du? Wie, ist das alles lustig? Ja, stimmt schon. Das ist alles irgendwie lustig. Wir hätten auch mal Andreas mit einbauen können. Andreas fände ich auch sehr lustig. Andreas? Oh ja. Moment. Das wäre auch gut gewesen. Ja, das ist, ach Mann. Ja, es tut mir leid nochmal, dass das alles nicht geklappt hat. Ja. Aber Planung ist voll unser Ding. Und Pünktlichkeit. Ja. Und alles. Ja. Hab noch einen wunderschönen, was haben wir heute? Mittwoch? Dienstag ist heute. Habt einen schönen Dienstag. Tschüss, aber ich lieb. Wohin? Auf dahin? Ja, da. Okay. Tschüss. Ich guck immer vorbei.